Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Forza Horizon 4. Und heute wird es ziemlich britisch. Und zwar die Marke TVR ist heute am Start. Nämlich der 2018er TVR Griffith. Ich glaube, er wird es ausgesprochen. Ich hoffe es mal. Es ist nicht das erste Modell von TVR, das diesen Namen trägt, aber dieses ist was Besonderes. Denn die britische Marke wird oder ist 70 Jahre alt geworden. Das ist quasi das Jubiläumsmodell. Wieder ein toller Sportwagen. Wie eigentlich alle TVRs, sehr puristisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, relativ einfache Technik, wenig elektronische Helferlein, wenig Gewicht, aber viel Power. Und fand sich vielleicht auch ein wenig schwierig, aber das werden wir gleich sehen, denn zuallererst, bevor ich auch irgendwas jetzt in diesem Wagen erzähle, gehe ich einfach mal direkt damit auf die Teststrecke. Da ist die Zeit, eine 2 Minuten 40,691 ist der TVR Griffith gefahren. Oh, dieser Name. Echt schwer zum Aussprechen. Was rund eine halbe Sekunde schneller als der Porsche 911 Carrera S ist. Ich muss da kurz überlegen. Ich wollte gerade wieder GT3 sagen, aber nein, Fabian, es ist kein GT3. Es ist nur eine Carrera S, aber er ist schneller als der Carrera. Aber immer noch deutlich langsamer als der Audi A8. Aber immerhin der aktuell zweite Platz auf meiner Teststrecke. Die Rundenzeiten könnt ihr übrigens alle in der Videobeschreibung angucken. Ich habe da eine Tabelle erstellt. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung von jeder Let's Play-Folge oder auch alternativ in der Kanalinfo. Da müsst ihr unten irgendwo bei der Links stehen, wo auch hier mein Twitter und so Facebook verlinkt ist oder irgendwie oben, je nachdem, ob ihr am PC seid oder am Handy. Das müsste irgendwo verlinkt sein als FSK-Teststrecke oder Rundenzeiten FSK-Teststrecke. Das müsste da irgendwo stehen. Ihr seht immer die aktuellsten Rundenzeiten, auch mit Auto, im Leistungsindex habe ich ein bisschen aufgelistet. Ich hoffe, das passt so. Es ist der aktuell zweite Platz, besser als der Porsche, was ich gar nicht mal erwartet hätte eigentlich, muss ich sagen. Weil der Porsche, der war halt schon sehr übel. Ich muss sagen, der Wagen war auch ziemlich übel, und zwar was das Fahren angeht. Ich fand, er fuhr sich ziemlich schwer. Und deutlich schwerer als die anderen Autos bisher auf der Teststrecke.
Ich meine, der Wagen hat knapp über 500 PS. Der Motor stammt in der Basis von Ford, wurde nochmal von Cosgrove aufpoliert. Und dann hat jetzt hier im TVR. Ist quasi der ähnliche Motor jetzt aus dem aktuellen Ford Mustang GT. Halt nur mit mehr Leistung. Vielleicht warum der Wagen auch so zicken könnte. Oder so leicht auch Grip fällt. Erstens an den Reifen. Wir haben keine Rennreifen und sehr schmale Reifen. Also vergleichsweise schmale. Und halt das Gewicht. Denn man sieht hier, Gewicht ist Aua. Ja, der wiegt nichts. Und noch elektronische Helferlein gibt es kaum. Also ich glaube, ABS gibt es. Eine Traktionskontrolle. Aber ich glaube, da hört es auch schon fast wieder auf. Also sehr wenig verhelfen. Sechsgang Handschalter, Heckantrieb, Frontmotor. Ganz oldschool-mäßig. Wo ich den Wagen auch mal gerne sehen würde, so mit einem Siebengang Doppelkupplungsgetriebe. Weiß er, was er ist? Oh, Sidepipes, ja, mal so ganz nebenbei. Ich habe mich vorhin schon gewundert, so, hä, keine Auspuffrohre? Ja gut, Sidepipes. Deswegen auch dieser sehr dezente Diffusor hinten. Ich muss echt sagen, von hinten sieht das schon echt geil aus. Auch so die Rückleuchten. Das finde ich schon sehr, sehr sexy. Ich bin generell bisher kein großer TVR-Fan gewesen in Forza. Weil sich bisher auch immer relativ schwierig fahren ließen und vor allen Dingen optisch überhaupt nicht schön sind. Der ist auf jeden Fall deutlich schöner. Von vorne, finde ich, ist in Ordnung. Aber von hinten sieht er saugeil aus. Auch der ausklappbare Spoiler, sehr geil. Die Farbe sehr cool. Und er fährt sich noch in Ordnung. Ja, das geht noch klar, muss ich sagen. So, wir haben hier Sportreifen. Also kriegt er hier mal Rennreifen. Und vor allem die Fahrradreifen hier. Ich meine, 2,35er vorne. 2,65er machen wir. Wir haben hinten serienmäßig 275er. Das ist jetzt für 507 PS rein Heckantrieb nicht viel. Für 1,2 Tonnen. Ich glaube, in echt wieder so ein bisschen mehr. So 1,25 Tonnen habe ich so mal gelesen. Die Angaben variieren, je nachdem, wie man das misst. Nach DIN-Norm, nach EU-Norm, nach irgendwelcher Norm. Aber das Ding ist scheiße leicht. Deswegen ist natürlich eine größere Auflagefläche nicht schlecht. Deswegen ich auch kein Problem daran sehe, 305er aufzumachen. Also 275er, das ist ja wirklich, das ist nix. Was ich zuerst mache. Eigentlich will ich den Wagen gar nicht leichter kriegen. Weil der ist einfach schon leicht genug. Was ich aber wirklich gerne hätte, sind bessere Bremsen. Ich weiß nicht, ob der Wagen einfach nur so schnell war. Aber die Bremsen, die haben mir nicht so gut gefallen. Deswegen endlich die gehen, natürlich tief sowieso. Und ich meine, dadurch wird der Wagen auch wieder zwei. Ja, komm. Was ich aber mache. Mach ich einen Käfig rein? Der ist jetzt auch nicht wirklich schwer. Und er ist sogar in einer guten Farbe lackiert. Ich würde einfach mal einen Käfig reinmachen. Achso, weil. Wenn wir jetzt nochmal auf die Fresse wollen, dann. Oh Gott. Vielleicht kommt man sogar, wenn man den ganz leicht macht, unter 1000 Kilo. Ach du Scheiße. Das will ich nicht gern ausprobieren. Getriebe ist natürlich Standard. Schaltzeiten waren eigentlich. Ja gut. Waren generell so ganz in Ordnung. Könnte mich jetzt nicht wirklich beschweren, was das angeht. Aber eine weitere Spur sehr gerne. Das auch optisch auf jeden Fall passt. Ja, kann man definitiv machen. Felgentechnisch weiß ich gar nicht. Ich kann gleich mal gucken. Vorher noch mal gucken, was da gehen würde. Wir könnten das Ding Kompressor aufladen. Ach du Heilige. Ich glaube nicht, dass sich das besonders geil fahren lässt. Mit 468 kW, das sind über 600 PS auf 1,2 Tonnen. Ich glaube, das fährt sich nicht so um den Geil. Wir könnten Allrad nehmen. Nee. Aber es geht ein Motorwechsel und nicht nur einer. Okay, V8 müsste von Mercedes sein. Dann der V10 Audi-Lamborghini. 7,7 Liter V12. Meine Vermutung wäre, dass es der Motor aus diesem anderen TVR ist. Ich weiß nicht. Heißt der Cerbera oder so? Cerbera Speed 12 oder so? Das ist doch ein richtig krasses Teil von TVR aus, glaube ich, in der 90er. Das hat einen krassen Motor. War das ein 7,7 Liter V12? Ich weiß es nicht genau. Aber könnte sein.
Cool, dass sowas geht, aber nein. Generell bei den Wagen Leistung, ich weiß ja nicht. Ich werde den Kompressor mal kurz einbauen, aber nur zu Demonstrationszwecken. Ich werde gucken, ob man den hört. Ich hätte bei Felgen eine Idee. Ich habe auch gern Felgen, die schwerer sind. Ich weiß, Gewicht in den Reifen ist nicht sonderlich gut. Dann lieber das Gewicht woanders haben, wenn man Gewicht braucht. Hier mag ich die Felgen, ne? Ich weiß echt nicht warum, aber die mag ich halt auch. Machen wir die Momo. 7 km mehr. Ach komm, ich mach's mal auf. Leider gehen die Felgen nicht größer. Mir fällt mir auf, der Wagen, der sieht relativ klein aus. Von der Größe her. Es ist nicht so ein Riesenschiff, keine Ahnung. Ich glaube, ein M4 ist größer auf jeden Fall. Oder ein Mustang bestimmt auch schon. Das reicht, ich will, der soll nicht noch leichter werden, auf gar keinen Fall. Ich würde auch gerne noch ein paar Kilo reinpacken, wenn es geht. Und das Ding ist wirklich sehr, sehr leicht. Ja. Übersetzung fand ich generell nicht schlecht, nur der zweite Gang. Also für ein paar Kurven war der zweite Gang irgendwie zu kurz, aber der dritte zu lang. Es müsste irgendwie so einen Gang geben, der hier bis 150, 155 geht. Das ist die Frage, erster oder zweiter Gang? Bis 155. Zweiter oder dritter, meine ich. Ja, Fabian, erster bis 150, auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, wenn, dann eher dritter Gang, ne? Mein erster kommen wir so knapp unter 100. Das passt eigentlich schon. Erster Gang, der kann doch gegangen, der ist eh nur zum Anfahren. Oder mach ich mal den zweiten. So. So, knapp 105, 155, 160. Das wäre nicht verkehrt. Aus der komische Redline. Im rechten Diagramm. Der Topspeed des Wagens angegeben mit 322 km/h. Also 200 Meilen. Ist so 507 PS schon mal ganz amtlich. So, die restlichen Gänge, die können ruhig ein bisschen länger. Wollen auch ein bisschen Topspeed fahren oder 100 unter 4 Sekunden. Wobei das bei so einem Auto mit Handschaltung auch eigentlich, glaube ich, ziemlich egal ist. Aber die Beschleunigung, die war übelst krass, wie schnell das Ding auf 200 ging. Das war wirklich... Das war nicht von schlechten Eltern. Was der Wagen da gerissen hat. Deswegen werde ich ihn gleich nochmal auf einer Strecke testen. Allerdings bleibt die Farbe so, wie sie ist. Einfach nur polierte schwarze Felgen. Boah, die letzten war schon ganz schön, ne? Mach mal Halbglänz. Ja. Natürlich ganz edel hier. Kohlefasermäßig. Passt zu dem Wagen. Ich meine, der ist ja sehr leicht. Und Kohlefaser ist ein sehr leichtes Material, was bei diesem Wagen auch bestimmt das ein oder andere Mal zum Einsatz kam. Deswegen kriegt der Kohlefaser polierte Felgen. Bei TBR kann man das machen. Bei der S-Klasse glaube ich eher nicht so, passt das nicht so wirklich. Oder bei dem Rolls Royce. Das ist ein TBR. Da geht das. Und zack, auf die Strecke damit. Auf eine andere Strecke. Auf der Teststrecke war ich ja schon. Ich denke, auch da war der Porsche in den Kurven schneller, aber halt auf der Geraden. Da war der TBR halt wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Wie das Ding marschiert, da kann ich mich nicht beschweren. Oh, die Rückleuchten. Ey, das sieht halt echt... Das sieht verdammt geil aus, TBR. Das muss ich ja wirklich mal sagen. So von hinten, so die Optik, top, ja. Da habe ich mal gar nichts zu meckern. So, Kompressor wollte ich einbauen, aber nö, jetzt doch nicht. Obwohl. Nö.
Metern rechts ab. Boah, Alter. Meine Güte. Rechts abbiegen. Oh Gott, muss ich lang. Oh, der Rotton. Vielleicht könnte auch ein Problem. Alter, wie direkt der lenkt, ne? Vielleicht ein Problem könnte sein, weil der Radstand ist auch relativ kurz. Ich meine, so ungefähr 2,60 Meter ist der Radstand. Jetzt nicht die Welt. Könnte auch eventuell nicht ganz so gut sein. Scharf links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Nee, aber das ganze Schalten, das geht mir ziemlich hart auf die Nerven. Deswegen einfach jetzt mal der zweite Gang so lang wie der dritte. Fast so lang. So. Zack. Warte mal, den zweiten muss 150 hauen. Kann man auch machen. Ja, überhaupt nicht. Immer die Ausrede, TVA darf das. So. Tag, ist das ein Igel? Ich glaube schon. Fangen wir mal hier an. So, Solo. Dann klasse Modern Sports Cars. Sehe ich. Okay, ich glaube, ich sehe da keine Regen. Nur bewölkt, das passt. Bei Regen würde ich den Wagen nicht unbedingt fahren. Er fährt sich wirklich besser als gedacht. Ich rede jetzt viel Negatives, aber der fährt sich wirklich besser als erwartet. Die Daten, auf das Leistungsgewicht, ey, das ist echt krass. Ich meine, über 400 PS pro Tonne. Tut mir leid, Porsche. Das hast du nicht. Das hast du bei weitem nicht. Fettes Stück. Leute, ne? Na gut, Wankelmotor. Noch Möglichkeit. Ach du Scheiße. Ja. Da habe ich gerade Traktion verloren. Danke. Ich gehe immer da rein, wo kein Platz ist. Kommt mir bekannt vor. Von mir selber. Ja, aber wenn der Wagen erstmal abhebt, dann muss ich aufpassen. Weil Grip finden ist dann so eine Sache. Das ist ein Cayman überholen. Hoffe ich zumindest. Oh, yes. Okay, ich muss sogar vor dieser Kurve hier bremsen. Ein bisschen. Vom Gas gehen, das reicht so ein bisschen. Stark bremsen muss ich jetzt nicht wirklich. Jo, Alter. Und ich weiß, ich werde auch bald die nächste Horizon Story fahren. Skills Tree heißt, glaube ich, die neue. Die jetzt im letzten Update kam. Update 6. Alter, bremst doch nicht so viel. Okay, der Porsche, der ist fucking schnell. Okay, ich muss es irgendwie schaffen, gerade zu bleiben. Beim Lenken bremsen
Jetzt gemerkt. Dritter Gang ist mein Freund. Doch er fährt sich ein bisschen anspruchsvoller, der Wagen. Kleines Auto, kurzer Radstand, schmale Reifen. Nicht so eine perfekte Reifenmischung. Natürlich generell wenige Verhalten, aber es wird der TVA. Also. Ist doch völlig in Ordnung. Ist überhaupt nichts gegen. Mit dem Auto muss man auch fahren und das Auto fährt nicht einen selber. Ja, das ist ja bei vielen Autos heutzutage so, dass halt die Elektronik so krass eingreift, dass ein Großteil der Arbeit das Auto macht und nicht der Fahrer. Also bei dem Auto, glaube ich, entweder umgekehrt oder zumindest deutlich verschoben. Dass der Fahrer das meiste arbeiten muss und nicht nur alles die Elektronik regelt. Da sieht man auch, wer fahren kann. Nicht welches Auto am besten ist. So, Esther gewonnen. Rundenzeit, 54 Sekunden. Ja, 53er Zeit ist auch easy drin. Besser geht's natürlich immer. Und dennoch ist es besser geworden auf jeden Fall. Ich merke aber trotzdem keinen übergroßen Unterschied zwischen den Sport- und den Rennreifen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. So, Runde 25, welch ein Wunder. Ja, auch durch die ganze Teststreckensache bin ich auch viel gelevelt in letzter Zeit. Also nur so als Referenzwert. Wenn ich das Auto diese 5 Runden auf der Teststrecke fahre, gibt das zwischen 95 und 100.000 Euro. Das ist das 11. Auto, was ich auf der Strecke gefahren bin. Das heißt, ich habe bis jetzt allein schon dadurch über 1 Million Credits gemacht. Nur durch die Teststrecke. Nur durch die Sachen, die ich in YouTube gezeigt habe. Deswegen. Das ist auch mein Kontostand, falls ihr noch nicht gesehen habt, da wieder bei 20 Millionen. Kann ja mal passieren. Ja, es tut mir leid. Ich weiß. Vielleicht noch ein Sprintrennen. Oh, mal das hier noch. Darauf ist noch Zeit. Da ist auf jeden Fall noch Zeit. Auch Gesamteinnahmen. Ich weiß noch, ich war noch vor ein paar Wochen bei 106 Millionen Gesamteinnahmen. Jetzt habe ich über 130 Millionen. Ups. Was ist da los? Ich habe das Spiel vielleicht ein bisschen gespielt. Das macht mir auch so dezent Spaß. Was man wahrscheinlich auch merkt, dann auch natürlich auch die Masse an Videos. Es wird jetzt aber auch in Zukunft nicht mehr ganz so viele Videos geben. Nicht, weil ich irgendwie, weil das Spiel weniger Spaß macht, nee. Es nimmt einfach zu viel Zeit. Auch durch die Teststrecke werden auch die Videos wieder aufwendiger, es dauert wieder länger es zu machen, länger zu schneiden und so weiter. Da und dann müsste dann die Qualität leiden. Da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Die Qualität soll natürlich eher weiter steigen. Daher wird es dann auch nicht mehr ganz so oft Videos geben. Ich denke mal trotzdem noch so 4-5 pro Woche. Aber jetzt nicht jeden Tag. Wie es eigentlich so der alte Rhythmus war. Teamabenteuer wird es auch wieder geben. In einer quasi zweiten Season. Ey. Soll auch Gas geben, Leute, ne? Nicht nur bremsen. Wie Peter sagen würde, das ist noch ein Rennspiel, kein Bremsspiel. Hallo. Danke. So, Teamabenteuer kommt wieder zurück als zweite Season. Ist mir auch ein wenig anders als vorher. Ich habe vorher nur die Spiele gespielt, die Playground Games. Also Team König, Team Flaggenjagd und Überleben. Und jetzt spiele ich dann die Rennen. Und das heißt da glaube ich auch so Teamabenteuer Rennen. Abwechslung. Dann natürlich Forza und Live kommt alles wieder. Vielleicht auch mal zwischendurch eine Folge Forge und Island. Wie gesagt, muss ich gucken, wo ich Bock habe. Nee, wenn nichts kommt, kommt nichts. Wenn was kommt, dann kommt was. Ich kann dafür nichts garantieren. Meistens klappt es gut, meistens habe ich auch immer genug Zeit und Lust, Videos zu machen. Mal kann es auch eben nicht klappen. Was jetzt nicht in einer sehr guten Lage, was das angeht.
Das hat eben nicht. Ja, der Audi ist aber gut unterwegs, muss ich sagen. Ja, aber natürlich bester Gamertag. Ich erinnere dieser Zufallsgenerierten. Ups. Ah, gut. Ja. Wollte ich mich ein bisschen vorbeischmuggeln, aber natürlich. Forza ist da. Jetzt wieder ein knallhart. Aber natürlich soll es vermieden werden, dass man krass abkürzt. Ist ja gut so. Es wird anscheinend wieder ein Sieg. Zack. Und durch. Vor dem TTS. Ach, Eagle Speed ist das mitgefahren. Darüber, dass ich auch überhaupt nichts weiß. Wo ich sage, das wäre ein altes Auto gewesen, wie so ein alter Jaguar. Der gesehen hat, Baujahr, glaube ich, so 2012. Ach du meine Güte. Cooles Rennen. Ich habe immer so kleine Problemchen gehabt. Man kennt es ja. Es ist aber immer so. Das ist wirklich ein cooler Wagen, finde ich. Cool, dass der ins Spiel kommt. Ich habe von TV ja lange nichts gehört. Weiß ich, wenn man sowas wiederkommt, finde ich cool. Freue mich. Noch eines der letzten beiden Autos vom Autopass. Dabei war, glaube ich, noch ein Cadillac, wer ist der? Cadillac Eldorado. Als Cabriolet. Ein Oldtimer. Oh, so mit der leicht nassen, feuchten Straße. Ey, die Rückleuchten, wirklich. Das Design davon. Super, super geil. Ein super schönes Auto. Und so von vorne, ein schönes Auto. Kann man damit leben? Ich glaube schon auch. Sidepipes. Ich glaube, an dem Wagen, da könnten sogar hinten vier schöne Endrohre hin. Was Sidepipes, ja. Ob das jetzt für Deutschland ganz so konform wäre, von der Zulassung her, weiß ich nicht. Das ist da manchmal ein bisschen schwierig mit Sidepipes. Bei Dodge Viper war das nicht ganz so einfach. Na, trotzdem cool. Ich guck mal noch. Da noch ein Wheelspin. Habe ich vielleicht noch Punkte für den Forza Town Shop? Oh, ganze 25 Punkte, ey. Okay, habe ich nicht. Deswegen mache ich nochmal den an Wheelspin, dann mache ich auch schon Feierabend für heute. Die Folge bin ich wieder ganz so ausartet, was die Länge angeht. Und nochmal, Alter, 190.000 gewinnen, ey. Aber mir noch mehr Geld in den Arsch schieben. Warum nicht? Habe ich jetzt 21 Millionen fast. Warum denn auch nicht, ne? Einfach Geld kann man nie genug haben. So, dann drehe ich mal kurz um. Und ja, in der nächsten Folge wird es wieder ein anderes Auto geben, weil wer es nicht weiß, jetzt ab dieser Folge werde ich jede Folge ein neues Auto fahren. Diese Folge war es der Typ. Ja, nächste Folge. Ja, mal gucken, was kommt. Ich weiß es selber noch nicht. Wahrscheinlich fahre ich in einer der nächsten Folgen den Lancia Fulvia. Das kann ich schon mal sagen. Vielleicht in der 103. Folge, 104. Vielleicht sogar in der nächsten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ziemlich zeitnah. Mal gucken. Du hast ein geiles Auto. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und habe auch fast einen Crash gebaut. Und liebe Leute, fahrt nicht so in echt, wie ich im Spiel fahre. Das ist keine gute Idee. Fahrt auf keinen Fall so. Nix gut. Denn bis zum nächsten Mal und tschüss!